Ja, willkommen zu Dragon Age Origins. Ja, im letzten Part haben wir ja zum einen hier hinten gegen so ein komisches Wesen gekämpft, nachdem wir ja, einen Steinhaufen mit Asche beworfen haben. Und vorher haben wir die Truhe der Chasen geplündert, wo nette Sachen drin waren. Die kann ich ja auch mal hier die um Färbung, sage ich mal, die gelbe zeigt ja einem immer an, dass das ein neues Objekt ist. Mache ich das jetzt mal weg. So schön alles als besichtigt machen. Dasselbe Spiel hier. So, jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. Ja, und dann haben wir hier noch kurz vorm Schluss noch paar dunkle Brut niedergemetzelt. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch hier Ich werde es tun. deren Habseligkeiten an Wie ihr uns meint. nehmen. So, was habt ihr? Ah, ein Deutsch. Das ist natürlich sehr nett für uns. Ja, oder? Er macht weniger Schaden. Vielleicht behalten wir erstmal diese zwei Deutsche, die wir haben. Ja, weil wir haben jetzt halt durch diese Mod, die ich ja habe, wegen der Kusland-Familie, haben wir schon bessere Deutsche am Anfang gekriegt. Sonst hat man halt erst Stufe 1 Deutsche. Und da ist natürlich dieser Deutsch, den man hier findet, natürlich deutlich besser. Aber naja, jetzt für uns eher zweitrangig. So, dann gucken wir noch uns hier ein wenig um. Ups. Und da sieht man halt die Truhe des Wächters. Also das ist die Truhe, die wir finden sollten. Das ist ja dann schon unsere zweite Aufgabe. Die erste Aufgabe haben wir ja schon lange erledigt. Aber erstmal gucken wir uns natürlich erstmal schön alles an. Oh, hier kommt man nicht durchs Gestrüpp. Oder doch? Nee, nee, bis hierhin und nicht weiter. Gut. Interessant. So, dann gucken wir auf die Karte. Außenposten der grauen Wächter und da ist die Truhe. Scrollen wir etwas raus. Ja. Wir haben alles soweit sichtbar. Gut. Dann wollen wir uns hier innen drin aber noch vorher umgucken. Kommt man hier? Ne. Komischer Schatten da. Da scheint irgendwie so ein Steg zu sein. Naja. So, dann gucken wir hier. Kann man hier mal von da. Ja, da ist so ein Steg. Sieht aber auch schon sehr mitgenommen aus. Er scheint auch nicht wo großartig hinzuführen. Nur weiter in den Sumpf. Wer weiß, vielleicht sind ja die Hexen da zugange und locken Leute hin und dann endet der Steg halt an einem
sehr sumpfigen und dann geraten die, ja, ob es Dunkelbrut oder Menschen sind, ist mir im Prinzip im Moment egal, aber dann versumpfen die, dann freut sich der Sumpf um Nachschub. Naja, man kann ja nicht, eigentlich nicht so wirklich im so richtig verschwinden, glaube ich. So, dann wollen wir mal gucken. Es ist ja nichts weiter. Dann, was ist in der Truhe drin? Sieht ein bisschen kaputt aus, ne? Oh, leer. Da scheint nichts drin zu sein. Huch! So, so. Was haben wir denn hier? Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Hallo, nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Zuerst möchte ich wissen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Weil da oben habe ich ja gerade geguckt, da war niemand. Ihr seid hier der Eindringling. Damit steht die erste Frage mir zu. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen Sie, fragte ich mich. Weshalb sind Sie hier? Und jetzt stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren. Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chasing und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Nö. Ihr da, stattlicher Jüngling. Sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Lasst uns zivilisiert sein. Versprecht, dass ihr uns nichts tut. Also gut, ihr habt meine Neugier geweckt. Darum gebe ich euch das Versprechen. Ich bin Tronja. Erfreut euch kennenzulernen. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß. Und das mitten in der Wildnis. Ja? Ihr könnt mich Morrigan nennen. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe, aber es ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Wer hat sie denn genommen? Es war meine Mutter. Deine Mutter? Eure Mutter? Ja, meine Mutter. Oder dachtet ihr, ein Baum hätte mich geboren? Vielleicht. Ein diebischer, sprechender Baum vielleicht. In der Wildnis gibt es nicht nur Monster. Hier wachsen Blumen. Und Kröten auch. Wenn ihr wollt, bringe ich euch zu meiner Mutter. Es ist nicht weit und ihr könnt sie dann nach euren Papieren fragen. Wir sollten die Verträge holen, aber das gefällt mir nicht. Morrigans plötzliches Auftauchen.
Es passt einfach zu gut. Ich will eine ehrliche Antwort. Seid ihr eine Hexe der Wildnis? War ich unehrlich? Ja, manche nennen uns Hexen, aber das ist purer Aberglaube. Ihr kennt doch den Zirkel der Magie, oder? Er verlangt die Registrierung sämtlicher Magier. So lautet das Gesetz des Landes und der Kirche. Wenn ihr eurer Kirche von mir erzählen wollt, nur zu. Ich habe vor Priesterinnen nicht zu fürchten. Warum seid ihr bereit, uns zu helfen? Warum nicht? Ich habe hier nur wenig Gesellschaft. Seid ihr alle so misstrauisch? Klar. Wer so plötzlich auftaucht? Erzählt uns etwas mehr über eure Mutter. Sie schätzt die Abgeschiedenheit, aber der Grund eures Hierseins wird wohl ausreichend ihre Neugier wecken. Kommt und findet es heraus. Sie ist nicht gerade sehr gesprächig. Ich sage, wir gehen mit ihr. Sie stopft uns alle in den Kochtopf, wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Ja, ein Kochtopf würde einem sehr einheizen. Grüße, Mutter. Ich bringe dir 4 graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertretet ihr eine andere Ansicht? Oder glaubt ihr dasselbe wie die anderen? Nehmen wir. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Diese Aussage ist weiser, als es den Anschein hat. Seid euch stets bewusst. Oder war es unbewusst? Ich kann mir das nicht merken. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis, hm? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh, ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Woher wisst ihr das alles? Weiß ich etwas?
Ich bin nur eine alte Frau mit einer Vorliebe für vergilbte Pergamente. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Netter Rauswurf. So, Quest aktualisiert. Kehrt zu Duncan zurück, sobald du das nötige Blut der dunklen Brut hast. Du hast die Verträge gefunden. Sobald du genügend Blut der dunklen Brut gesammelt hast, solltest du zu Duncan zurückkehren. Ja, ja, klar. Mabaris. Ja, dann. Ja, gut. Erhaltene Gegenstände, das werden jetzt dann die Verträge sein. Ja, alte Verträge. Gut. Und Codex, das ist höchstwahrscheinlich ja Morrigan. So. Gut. Dann werden wir jetzt, bevor wir zu Duncan zurückkehren, werden wir zum einen jetzt, da es jetzt Nacht ist, wie man sieht, können wir uns jetzt der Truhe hier unten widmen, da die ja jetzt nicht mehr bewacht ist. Nö. So, dann holen wir das. So, was haben natürlich alles für so Richtung Magier. Wir haben Wundumschläge, eine Verletztenausrüstung, Geisterbalsam, Fläschchen, dann zwei Hauben für Magier, unnützige Dokumente und etwas Silber. Schön. Gut, damit wäre die Quest absolviert. Du hast den hungrigen Gefangenen etwas zu essen gegeben. Erledigt. So, und dann haben wir ja noch hier im Inventar müssten wir ja machen wir das hier wieder alles schön. So. So, so, so. Ja, ist jetzt hier doch hier die Blume der Wildnis. Dann geben wir jetzt auch noch die beim Quartiermeister ab. Achso, jetzt kann ich ja den Hund wieder wegschicken. So, brauchen wir ja nicht. So, okay, dann erfüllen wir jetzt noch halt, wie gesagt, hier die Quest der Mabari. Da sollen wir ja die Blume abgeben. So, guten Tag. Seid gegrüßt. Seid ihr einer der grauen Wächter, die in der Wildnis waren? Habt ihr zufällig weiße Blumen gesehen? Ja, ich habe sogar eine mitgenommen. Ich kann nicht beschwören, dass die Blume meinen armen Hunden helfen wird. Aber einen Versuch wäre es wert. Ich habe, mal sehen, 20 Silber, die ich euch als Belohnung anbieten könnte. Wir brauchen uns nicht für eine Blume bezahlen zu lassen. Hauptsache, den Hunden geht's bald wieder besser. Eine Belohnung ist nicht nötig. Ihr seid sehr großzügig. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht verlieren wir heute doch weniger Hunde, als ich befürchtet hatte. So, da hätten wir auch die absolviert. Finde jemanden, der Verwendung für die
ungewöhnliche Blume hat, die du gefunden hast. Du hast dem Hundepfleger die Blume gegeben, die du in der Wildnis gefunden hast. So, dann hätten wir das auch. Dann ist jetzt hier bei der Wildnis nur halt das Testament, also die Schatulle wegbringen. Bei Ostergar ist jetzt noch die zwei Sachen offen. So, das heißt, im nächsten Part werden wir dann zu Duncan gehen. Der steht ja hier schon freundlicherweise hier in der Nähe. So, aber das halt im nächsten Part, weil das wäre jetzt schon wieder dann zu lang, um das noch in diesem Part zu machen. Ja, also, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß bei deinen geplanten Aktionen. Also, bis denn dann. Tschüss.